Herzlich willkommen zurück in Litopolis. Herzlich willkommen. Wir sollen mit Taka sprechen. Wir haben Ausrüstung noch und nöcher. Ich habe etwas an der Grafikkarte rumgeschraubt. Das könnte uns ein Performance-Problem beheben. Also mit anderen Worten, die Grafikkarte kommt damit etwas besser klar. Warte, ich habe das doch gerade alles ausgewählt hier. 9 plus Schwerter. Oh Gott, ich muss mal ausmisten. Wir sollten mal wieder jagen gehen. Achso, ich wollte die Quest zeigen. Warum ist die Ausrüstung? Achso. So, Bayak trifft das Oberhaupt von Leotopolis Tahaka, um einen Plan zu schmieden, wie sie den Skarabäus endgültig ausfindig machen können. Das machen wir jetzt. Die befindet sich doch hier irgendwo. Der, die, das. Es ist dunkel, ne? Haben wir irgendwie eine Sonnenuhr oder so? Im Moment steht der Mond im Himmel. Achso. Ich wollte nächtigen hier. Klar. Ich hätte mir auch einen Ort ausgesucht. Hier. Hier werden wir jetzt nächtigen. So, der Morgen ist angebrochen, schon Mittag. Bayek hat verschlafen. Genau, und wir haben eine neue Rüstung angelegt. Können auch mal das wegmachen. Boah, Standbild. Da haben wir Pfeile. Sind meine Pfeile voll? Wahrscheinlich. Jo. Was ist das? Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimper, Lieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Finde die Abel und sprich mit ihnen. Ah, scheiße. Ups. Das wollte ich nicht. Cool, wir haben die Zeit zurückgedreht. Was ich eigentlich wollte, ist die Quest annehmen. Ich habe die Tasten vertauscht. Hier schon? Ah, da raus. Okay. Und da raus und dann links. Tempel des Horus. Entdeckt. Horus, der Sonnengott. Habe ich gerade aber eine Menge. Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Ich bin hier! Was ist denn los? Mein Bein ist verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer. Und Baba? Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Hol Hilfe! Bitte! Schnell! Hilf mir! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen.
Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Okay, ein eingestürzter Tunnel. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das da befreien. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Das geht nur auf eine Weise. Nicht so. Nämlich so. Danke, Spiel, habe ich schon gewusst. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Ein Zischen? Oh, das ist ja unschön. Okay. Sehr interessant, dass das ging. Okay, ich habe ihn das mal ins Wasser gelegt. Wo soll ich lang? Wie komme ich hier raus? Ich komme ja hier nur so raus aus dem Wege. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Kunden tötete. Oh, dummes Viech. Es gab keinen anderen Weg. Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiß Schlangen. Wie soll ich ihn denn da draus tragen? Das irgendwie jetzt? Nö, macht er nicht. Achso, ich soll ihn dahin tragen, ne? Dann lasse ich ihn erstmal hier liegen. Und schau mir das erstmal an, was da drin ist. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Jo. Oh, hier gibt's was zu lesen. Der Apotheose Papyrus. Wir waren siegreich, die göttliche Löwin, die mächtige, deren Atem die Wüste geformt hat, deren Zunge so rau ist wie der Sand, deren Augen mit der Hitze der Sonne strahlen. Die wildeste aller Jägerin wird diesen profanen Ort verschlingen. Diese Stadt, in der sich die Menschen für größer als die Götter hielten. Wir haben beschlossen, uns den Göttern unterzuordnen, während unsere Feinde in Ungnade fallen. Die Stadt und alles darin wird für 100 Jahre unter einem Mantel aus Sand begraben sein. Im Gegenzug wird sie den Rest des Nilandes unter dem Himmelsgott gedeihen lassen. Wehe jedem, der sie ausgraben will, um die Schätze der Göttin zu stehlen. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahis in Selkits Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Diener, der Götter wurden wir Zeugen der Reise von Mahis, dem Sohn des Sakmet, um die Invasoren zu stellen, die aus der Sonne kamen. Wir haben das Schwert von Ptah gesegnet und gaben es in Mahis Hand.
Wir schickten ihn über den Fluss, um unsere Speere am Haus des Selkesh zu sammeln. Mahes muss gegen die Armee von Okos, der Artaxerxes genannt wird, standhalten, die aus der Stadt des Schlammes kam, um alles zu verwüsten und uns zu versklaven. Ui. Was ist denn das für eine Quest? Ne, ich will nicht ins Menü. Er sucht ein Schwert. Das klingt doch mal sehr interessant. Das Auge des Kimwer. Unsere wunderbare, prächtige Stadt ist verwickelt in eine Schlacht zwischen Mensch und Gott, dem Fluss und der Wüste, Horus und Sekhmet. Es gibt, glaube ich, auch einen ägyptischen Film. Ich weiß nicht, wie der hieß. Nicht ägyptisch, aber ein Hollywood-Film, der da spielt. Da spielen auch irgendwie Götter gegen riesige Dämonen. Der war gar nicht so schlecht. Als unsere Ahnen sie gegründeten, war sie dem großen Schwarzen gewidmet, dem Falken, dessen rechtes Auge der Sonne und dessen linkes Auge der Mond ist. Doch in den letzten Monaten und Jahren ist die reisende Herrin immer näher und näher gekommen. Unsere Sommerfestmahl zu ihren Ehren kann sie nicht länger besänftigen. Sie kriecht näher und näher und der Feueratem der Kriegslöwen trägt die Hitze und des Sands der Wüste ins Herz der Stadt. Die Orakel sagen, sie will ganz Ägypten für sich erobern und verschlingen, solange wir ihr kein großes Opfer bringen. Ihre Warp-Priester haben den Nomarchen geraten, die Stadt aufzugeben, denn das würde sie milde stimmen. Warum ist die Musik so dramatisch hier in der Höhle? Hier ist doch gar nichts. Alter, warum... Du hängst schief. Muss man da durch. Dass er da nicht durchgegangen ist. Jetzt müssen wir Ipui noch aus dem Tumpel schicken. Genau. Tumpel. Kommt das ein Wort das her? Gut. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Danke, Neb. Gut, jetzt Baba geholfen. Jetzt zurück nach Nito. Ist Nito nicht ein Boss aus Dark Souls? Der wird auch genauso geschrieben. Stopp! Da gehen wir noch nicht lang. Wo ich gerade rumlaufe, da war ich auch noch nicht. Oder? Doch. Sieht so fortgeschrittlich aus. Bayek wieder am Schnaufen. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Gut, klagende Arbeit abgeschlossen. Der... Gut, das ist erstmal was anderes. Ein Fähigkeitspunkt. Den wollte ich doch auch irgendwo einsetzen hier. Was lustig ist, ich weiß nicht mehr, was ich haben wollte. Ich wollte Richtung Krieger gehen, glaube ich. Ich wollte Schilde brechen. Das ging doch, glaube ich, mit... Oder habe ich das schon? Nee, habe ich schon, okay. Ja gut, dann spare ich noch. Was machen wir denn jetzt? Dann machen wir jetzt die Lügen des Garabios. Oder machen wir die alte Bibliothek? Die ist ja nicht weit entfernt. Hat sich erledigt, die ist weit entfernt. Da haben wir auch noch eine Quest.
Hier ist ein Papyrus in der Nähe. Dann schauen wir uns doch mal den Tempel von des Horus an, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie weit fortgeschritten die Folge dann ist. Mit einem konnte ich da reden, der da stand. Ja, hier ist die andere Quest auch noch irgendwo. Das Horus. Aber ziemlich viel Sand hier drin. Im Südosten des Nomos Imhotep liegt das Wrack eines Schiffes. Wenn du bis zum Morgen meditierst, wird dein X mein Versteck kennzeichnen. Ey, bei dem Schiff waren wir schon. Das war das Schiff in der Wüste, von dem man aus die Pyramide sehen konnte. Kann man den Todesstern von hier aus sehen? Wow. Was hat denn da überall geblinkt? Ich höre überall Ding, 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 aber ich sehe nichts. Hier kann ich was nehmen. Ein paar Sesterzen. Ach ne, wir sind ja nicht in Rom. Gut, ja. Dann machen wir die Quest des Skarabäus. Wo ist die? Da. Sightseeing darf man doch machen. Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Boah, ich fäng an zu sprinten. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Meister Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Ein Sandsturm also. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Na, wie nett. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Oh, du bist laut! Meine Ohren! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Ich kann ihn treffen. Hast du auch. Bin in Reichweite. Autsch.
Der schreit einen aber kräftig ins Ohr. Ui! Ja, mal einen dicken Schild dabei gehabt. Na, ja, so dick ist er nicht. Deine Zeit ist um. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Jetzt! Komm, Metzger! Kämpf mit mir! Schnell, bring sie zur Strecke! Ja. Erledigt. Oh, Sandsturm. Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Messer! Zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Versuche ich. Bei, lauf nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf. Doch ihr findet eiserne Krallen vor. Ich vergesse nicht dein Gesicht. Zirf, du Sau! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Sein Kopf. Ja, ist sehr eklig. Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bald schnapp sie dir. Seh nix. Es ist eigentlich schwer, so ein Mann. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Hier ist ein Bild ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Und der Sturm ist vorüber. Gucken, wo es uns hinführt hier. Komm, Bayek! Nimm deine Waffe und schließ dich uns an! Treue und tapfere Diener von Letopolis! Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut! Und meine Viewer so dahin. Oh, Pyramiden, Pyramiden, Pyramiden. Oh. Yalla, yalla. Gib den Weg frei! Ist die Frage, führt uns jetzt wirklich dahin? Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat.
Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um... Und ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Falsche Richtung, Bayek. Gut. Offenbar geht's nicht zu den Pyramiden. Wieso haltet ihr an? Achso, deswegen. Ah, da. Das hat er anscheinend gerade jetzt zu den anderen gesagt. Oh, da ist schon direkt einer. Ah, scheiß Vogel, ich will doch nicht auf den Vogel ziehen hier. Pläsion Hudor, Versteck. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hat der Große noch was da hingelegt? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Come on. Manchmal. Das, Hilfe! Wie der das schafft, dreimal zu schlagen. Okay. So können wir es auch machen. Sistrum, was ist denn ein Sistrum? Sah aus wie Schmuck. Lauft ihr mal vor, ich loot das Gebiet hier mal weg. Ding, ding, ding. Oh, ein Pelz, cool. Ein Sichelschwert. Oh, beendet. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Bayek. Dein grenzenloser Wissensschatz ist Wahnsinn. Deine logischen Schlussfolgerungen sind die eines Vulkaniers ebenbürtig. So, hier ist nichts mehr. Ja, gehen wir nach oben. Da sind Leute. Offenbar geht da die Schlacht weiter oder sie sind schon fertig. Der Hacker will... Er ist schon fertig. Hier ist ja nichts. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus. Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit.
Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein. Okay. Ja, jetzt den ganzen Weg wieder zurück nach Letopolis anscheinend. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Sehr schön. Das Gebiet frühstückt sich gegenseitig ab. Was haben wir denn da auf der anderen Seite eigentlich? Karkemnome, okay. Und oben ein riesiges Gebiet. Das ist gigantisch. Das ist so groß wie gar nichts, was wir noch bisher hatten. Wir sind auch an Gizeh vorbeigeschrammt. Und wir haben sogar eine das nehme ich mal mit. Das ist wichtig. Das ist ein gültiger Schnellreisepunkt für uns. Und die nächste Anlaufstelle und Sprungbrett zu den Pyramiden. Da müsste auch die Sphinx müsste auch irgendwo sein da. Das sieht aber auch da jetzt schon aus dieser Zeit so aus, als würde das schon vernachlässigt. Aber die Sphinx kann ich gar nicht sehen. Ist die auf der anderen Seite? Aber verhältnismäßig zu den... Verhältnismäßig zu den... Pyramiden ist die Sphinx relativ klein. Das ist auch richtig, was sie machen, ne? Ja. Absolut korrekt. Ich will Giza noch nicht entdecken. Was zum Henker, was greift mich da an? Oh, shit! Stirb! Das ist ganz schön viel raus. Oh, Leopard hat mich angegriffen. Er hielt mich für sein Frühstück, aber ich habe ihm gezeigt, was das wirklich bedeutet, ein Frühstück zu sein. Wahnsinn, hier sind sehr viele Vögel. Das ist ein Vogelhaus, ne? Das ist ein Vogelhaus, ein riesiges. Krass. Das ist ja Wahnsinn. Die haben sie extra hier hingebaut, um die Felder dort, diese Blumenfelder oder Früchtefelder, vor Insekten zu schützen. Deswegen haben sie hier die ganzen Vögel hingesetzt. Oder andersrum, die Vögel sind da hingekommen. Das ist wirklich praktisch. Warum kann ich nicht synchronisieren? Ernsthaft, ich muss das von hier oben machen. Auch mal was anderes. Also so nah waren wir die Pyramiden noch nicht. Ein Katzensprung entfernt. Oh Gott, hier laufen schon wieder Katzen rum. Ja klar, wofür sind denn noch Katzen? So.
Dann nehmen wir Nom hier. Dann nehmen wir das mit. So, schon sind die Katzen nicht weit. Ich habe schon zwei gesammelt. Ach, toll. Das hat sich wirklich gelohnt. Verlassenen Tempel des Chetty entdeckt. So, kein Sperrgebiet hier. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Aber das ist ein Sperrgebiet hier. Hat ja super funktioniert, mein Halt. Ich vergesse nie ein Gesicht, außer da. Ah, ein Irrer. Ein Irrer greift mich an. Jesus, ich sterbe fast. Wahnsinn. Boah, der hat fast geschafft, mich down zu kriegen. Ah, das Blocken ist wirklich tricky. Das Kampfsystem ist deutlich anders zum Syndicate. Aber spannender vor allen Dingen. Also man droht wirklich hier zu sterben. Wenn man sich dumm anstellt oder denkt, oh, ich mache jetzt den hier und versuche mal die Gegner damit platt zu machen. Und das nicht funktioniert. Der Tempel war abgeschlossen, ne? Yep. So, da ist mein Pferd noch. Wunderbar. Und auf! Zu Atem. Wachturm an Hogros Übergang entdeckt. Sind überhaupt Gegner? Zwei. Drei. Hätte ich noch ermorden können. Aber Y ist echt eine scheiß Tasse dafür. Das brenn ich? Ne. Bing, bing, bing. So, da war noch was. Das nehme ich mir mit. Noch ein Schild, ja, ja. Ort erledigt, geil. So, an diesem Ort können wir auch erstmal ruhen. An der Wand. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.